Also ich weiß, ich blick nicht mehr durch bei diesem ganzen Ministergedöns und so. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Faden verloren. Wer ist wer? Wer macht was? Anyone? Ja, ich denke mal, so geht es bestimmt nicht wenigen. Und deshalb, Tobias, du hast doch für uns was vorbereitet, oder? Ja, selbstverständlich. Ich hab's nämlich schon. Es ist gerade in den Handel gekommen, das Berlini-Album, die Ministerin. Da ist es. Da ist das Ding. Oh mein Gott. Ja, die Begeisterung ist da. Und ich habe sogar schon mal so ein paar Tütchen, nicht das, was du meinst, ein paar Tütchen mit dabei. Und zwar, könnt ihr mal aufreißen. Schauen wir mal, was wir jetzt drin haben. Hier, aha, aha. Hier Christian Lindner, natürlich, Glitzerkärtchen, sicher. Anton Hofreiter, das hat sich mittlerweile erledigt. Und hier haben wir Annalena Baerbock. Die kann man einkleben, direkt hier auf der ersten Seite. Auswärtiges Amt. Ja, sie wird nämlich jetzt Außenministerin. Und das freut mich ganz besonders. Vor allem, weil ja vor der Wahl hauptsächlich Männer so latent sexistisch gesagt haben, was? Die darf nicht Kanzlerin werden. Wie soll die dann mit Putin, Erdogan oder Orban reden? Und jetzt, Ätschi-Pätschi, darfst du mit Putin, Erdogan oder Orban reden, die Arme. Oh, ich hätte wirklich so gern gesehen, wie der Erdogan in seinem Präsidentenpalast die Tür aufschwenkt und auf einmal steht da Außenminister Cem Özdemir. Ja. Ja. Der Cem hat ihm gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Kartoffeln. Verstehst du, weil der ist jetzt Landwirtschaftsminister. Gut, ob die Annalena jetzt ihren Job gut macht, das werden wir natürlich sehen. Aber erster Auftrag ist jetzt, sie muss besser sein als Heiko Maas. Und ich sag mal, das ist ein bisschen wie wenn eine Fußballmannschaft in der Kabine sagt, wisst ihr was, Jungs, heute spielen wir mal besser als Kräuter Fürth. Auf jeden Fall machen wir hier mal weiter. Das ist die Seite der FDP mit 4 Posten. Posten? Verzeihung. Nee, nicht lachen, hab mich versprochen. Und da sieht man hier Christian Lindner und seine 2 Egos. Und hier ganz besonders interessante Personalie, Volker Wissing. Der bekommt das Ressort Verkehr und Digitales. Und Volker Wissing ist der Typ von diesem Sondierungs-Selfie, wo alle gesagt haben, hä? Wer zur Hölle ist denn der Typ links? Ja. Und ich finde, er hat optisch ein bisschen was von diesem Androiden bei Alien, Bishop. Ja, für den ging es im Film nicht ganz so gut aus. Wissing, der hat aber jetzt ein Happy End, weil er ist Verkehrsminister. Und jetzt weiß man endlich, wo bei diesem Spruch mehr Fortschritt wagen, der Wagen herkommt. Ja, weil ich meine, die FDP zum Regisseur der Mobilitätswende zu machen, das ist so ein bisschen wie wenn du Hannibal Lecter zum Ernährungsminister erklärst. Und dann machen wir direkt weiter hier, die Seite der SPD. Das ist hier schon Olaf Scholz Aufkleber oder wie ich es nenne, die Wirecard. Und ansonsten noch sehr, sehr viele Leerstellen. Und die interessanteste Leerstelle ist natürlich hier unten das Gesundheitsministerium. Das wird aber eine ganz spezielle Karte. Die wird glitzern vor Angstschweiß. Danke, Tobias, für diesen ersten Überblick.